Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit Ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Gesundheitsmetropole Hamburg. Wir widmen uns heute noch einmal der Behandlung von Inkontinenz bei Frauen, einem Thema, das leider immer noch mit viel Tabu und nicht zuletzt deswegen mit Scham seitens der betroffenen Frauen besetzt ist. Das soll sich aber ändern. Und deswegen leisten wir heute unseren Beitrag, indem wir Sie zumindest schon mal darüber informieren, an wen man sich mit Inkontinenzproblemen am besten wendet und was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Die Ursachen für eine Harninkontinenz sind vielfältig. Die konservative Behandlung der Inkontinenz bei Frauen ist auf unterschiedliche Arten möglich. Hat sich die Hormonproduktion durch die Wechseljahre umgestellt, kann eine Unterpolsterung der Harnröhre durch spezielle östrogenhaltige Salben bewirkt werden. Ist eine Lageanomalie der Blase der Fall, können sogenannte Pessare eingesetzt werden. Das ist ein sogenanntes Würfelpessar, wird eben in der Scheide appliziert. Der Mechanismus ist sozusagen eine Saugfunktion. Das sind wie kleine Saugnäpfe und dadurch hält es die Position und bringt eben die anatomischen Abweichungen wieder in eine normalere Lage. Eine Alternative ist neben der traditionellen und wichtigen Beckenbodengymnastik die sogenannte Biofeedback und Elektrostimulation. Das soll dazu führen, dass eben die Beckenbodenmuskulatur entweder passiv gestärkt wird, indem ich durch niedrigfrequente Ströme dafür sorge, dass die Beckenbodenmuskulatur sich kontrahiert. Oder dass ich, wenn die Frau in der Lage ist, ihre Beckenbodenmuskulatur selbst zu kontrahieren, dass ich sie anhalten kann zum Training. Operiert werden kann die Belastungsinkontinenz. Bei dieser Form der Blasenschwäche wird der Harnblasenverschluss überfordert. Das kann zum Beispiel durch eine Druckerhöhung beim Niesen, Husten, Lachen oder beim Tragen von Lasten geschehen. Medikamente spielen bei der Belastungsinkontinenz eine untergeordnete Rolle. Höher ist als der Druck in der Harnröhre. Im Studio hier bei Hamburg 1 begrüße ich jetzt ganz herzlich Frau Dr. Christiane Thein, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Asklepios Klinik Wandsbek. Und herzlich willkommen auch an Dr. Syha Alpüstün, leitender Oberarzt der Gynäkologie in der Asklepios Klinik Nordheidberg. Schön, dass Sie da sind. Frau Dr. Thein, die erste Frage heute mal an Sie. Das Thema Inkontinenz bei Frauen ist, glaube ich, nach wie vor ein relativ großes Tabuthema und, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Frauen mit Inkontinenzproblemen sehr spät oder womöglich gar nicht zum Arzt gehen. Wie belastend ist die Inkontinenz tatsächlich für Frauen und wie behutsam müssen sie auch mit den Patientinnen umgehen? Die Inkontinenz ist sehr belastend, man muss sich einmal vorstellen, man sei selber inkontinent und geht durch die Stadt. Die meisten Frauen erzählen, sie kennen jede Toilette auf dem Weg zum Markt oder zum Einkaufen. Aber trotzdem kommen die wenigsten Patienten zu uns mit dem Problem Inkontinenz, sondern haben irgendeine andere Probleme, die sie uns angeben. Und letztendlich erfahren wir dann, dass die Inkontinenz das eigentliche Problem ist. Man muss auch schon mal danach fragen. Also richtig so ein bisschen Detektivarbeit, um zum Kern der Sache zu kommen. Ne? Ja, genau. Warum ist es aber wirklich gerade besonders wichtig, Herr Dr. Alpüstün, dass Frauen sich früh Hilfe holen? Ja, das ist, das kommen wir auch nachher. Es gibt zwei verschiedene Therapieansätze. Und dann besonders, also ist es auch wichtig, dass Inkontinenz natürlich auch jetzt mit zunehmendem Alter nicht besser wird, sondern eher schlechter wird. Und dann die Erfolgsraten als der Therapieansatz, die konservative Therapie hat mehr Erfolgschancen, wenn man das frühzeitig ganz wichtig in die Wege leitet. Was gehört denn zur konservativen Therapie alles dazu? Also was haben Sie für Möglichkeiten, die OP außen vor gelassen zu behandeln? Wir fangen mal mit den wenig invasivsten Verfahren an. Das ist zum einen die Beckenbodengymnastik.
Das Problem ist natürlich, dass man dranbleiben muss. Also man muss selber motiviert sein und das machen. Man kann das kontrollieren durch eine sogenannte Biofeedback-Methode. Das heißt, ein kleiner Computer sagt einem, mache ich das richtig? Also ziehe ich meine Muskulatur richtig zusammen, trainiere ich die gut? Dann gibt es die Möglichkeit der Pessare. Da wird ein Ring in die Scheide eingelegt und ein kleines Knöpfchen liegt unter der Harnröhre und drückt diese zusammen, damit es nicht beim Husten und Niesen zum Urinabgang kommt. Und natürlich die medikamentöse Methode. Das sind so die wesentlichen konservativen Verfahren. Und man kann doch sagen, Herr Dr. Alpüstün, es kann sein, dass diese konservativen Methoden tatsächlich auch den dauerhaften Erfolg bringen und man eine OP ganz vermeiden kann, richtig? Das ist schon im Groben richtig. Mhm. Das ist natürlich entscheidend, ist ja der Leidensdruck. Also so eine hundertprozentige Heilung ist natürlich auch möglich. Ist zwar ein bisschen weniger, von Prozentzahl her liegt bei 30% vielleicht, aber noch zusätzlich 30-40% der Patienten sind auch dann jetzt zufrieden und dadurch hat man insgesamt schon fast, wenn es früh angewendet wird, bis zu 70% sozusagen Heilungsmöglichkeiten. Ja, meine Damen und Herren, eben gerade haben wir es noch mal gehört, je früher betroffene Frauen sich Hilfe suchen, desto eher kann die Inkontinenz auch ohne Operation behoben werden. Helfen die konservativen Therapien aber nicht oder kommen die Probleme unter Umständen mit der Zeit zurück, dann sollte eine Operation auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden. Wann so ein Eingriff sein muss und wie er abläuft, das haben wir uns in einer Asklepios-Klinik angeschaut. Wilma Grüntal ist eine von vielen Frauen, die seit Jahren mit einer Blasenschwäche lebt. Nach einer erfolglosen konservativen Therapie lässt sie sich nun von Dr. Alpüstün operieren. Entscheidend, ob operiert wird oder nicht, ist insbesondere der Leidensdruck der Patientin und die genaue Form der Blasenschwäche. Die Inkontinenzoperation erfolgt in Vollnarkose oder Regionalanästhesie. Eine Operationsmethode ist die Harnröhrenunterspritzung. Hierbei wird Kollagen oder Silikon unter die Harnröhre gespritzt. Dadurch wird der Harnröhrenverschlussdruck erhöht. Eine weitere Operationsmethode ist die sogenannte Kolposuspension. Hier werden Scheide und Blasenhals angehoben und fixiert. Dann gibt es diese Bandoperationen, dass man unter der Harnröhre so ein Band implantiert und das auch dann sozusagen, muss man so vorstellen, wie eine Hängematte sozusagen die Harnröhre unterstützt und dadurch auch ein Verschlussmechanismus dann gebildet wird. Das Band muss dabei korrekt unter der Harnblase platziert werden, um Stabilität zu geben. Um auszuschließen, dass die Blase verletzt wurde, werden die Schleimhäute nach dem Eingriff kontrolliert. Spätestens 8 Stunden nach der OP können die Frauen dann wieder ganz normal Wasser lassen. Die Erfolgsrate einer solchen OP liegt zwischen 70% und 90%. Damit der Erfolg aber möglichst lange anhält, sollen Betroffene weiterhin durch Beckenbodengymnastik ihren Beckenboden trainieren. Frau Dr. Thein, wir haben eben einige Operationsverfahren schon kurz kennengelernt. Davon war die Rede. Für wen ist denn welche Methode sinnvoll? Zunächst einmal kommt es darauf an, welche Art der Inkontinenz vorliegt, wie ausgeprägt die ist. Dafür sind Untersuchungen vorher erforderlich vor der Operation. Mhm. Es gibt Verfahren, die sehr wenig invasiv sind. Es wurde erwähnt, die Unterspritzung der Harnröhre. Das ist zum Beispiel etwas für sehr alte Patienten, weil der Eingriff für den Patienten ganz einfach funktioniert und auch für ganz junge Patienten, wo man kein Fremdmaterial, sprich dieses Band, was auch erwähnt wurde, einlegen möchte. Das Band ist auch ein einfaches Verfahren, was sehr gut wirkt. Das heißt, wenn die entsprechende Inkontinenz bei einer mittelalten Frau in Anführungsstrichen vorliegt, ist das das ideale Verfahren. Es hat eigentlich das Verfahren abgelöst, bei dem man früher einen Bauchschnitt durchgeführt hat. Herr Dr. Alpüstün, was sind denn mögliche Komplikationen? In der Regel ist es, wie Frau Dr. Thein gesagt hat, das ist einfache Operation. Das dauert so ungefähr 10 Minuten in diesem Bereich und letztendlich ganz minimale Komplikationsrate. Die mögliche Komplikationen also liegen so ungefähr 4-6% Bereich und das ist wirklich sehr niedrig. Und das kann natürlich sein, dass man Organverletzungen hier, die Blase zum Beispiel oder bei einem anderen System vielleicht den Nerv oder ein
ein anderes Gefäß dann verletzt wird, oder Blutergussbildungen und Überkorrekturen, muss man auch dann sagen. Das ist natürlich, braucht man so ein entsprechendes Gefühl dazu, dass man das Band nicht so stramm unter der Harnröhre gelegt wird. Mhm. Ein anderes langfristige Komplikation, auch dann diese Dranginkontinenz bei solchen Bandoperationen auch zusätzlich entstehen kann, liegt aber auch dann unter 10%. Mhm. Wovon hängt denn der dauerhafte Erfolg der Operation ab? Also, oder andersrum gefragt, was sind die Risiken, dass eventuell eine Inkontinenz erneut auftritt, jetzt abgesehen von den OP-Komplikationen? Man muss sich vorstellen, bei der Bandoperation zum Beispiel, dieses Band hat kleine Stachelchen im übertragenen Sinne. Mhm. Und diese Stachelchen müssen ins Gewebe einheilen. Das heißt, es ist erforderlich, dass man sich in den nächsten Wochen nach der Operation schont, damit das Band in Ruhe ins Gewebe einheilen kann. Dann verbleibt es auch dort und die Inkontinenz tritt nicht wieder auf. Bei der Unterspritzung der Harnröhre kann es je nach Medikament, das man verwendet, passieren, dass dieses vom Körper aufgelöst wird. Und dann ist natürlich die Inkontinenz wieder da. Man kann aber eine Reinjektion, also eine erneute Unterspritzung, wieder vornehmen. Ah, das ist gut zu wissen. Also zur Not macht man es dann einfach nochmal und hat dann das Ganze sozusagen wieder im Griff. Herr Dr. Alpüstün, kann man dann sagen, dass das OP-Ziel oder das gesamte Behandlungsziel wirklich darin liegt, dass Sie die Frauen dauerhaft beschwerdefrei bekommen und dass Sie 100% der Lebensqualität auch dauerhaft zurückgewinnen können? Ja, richtig. Das ist ja auch dann Ziel dieser Operation. So muss es auch dann das Ergebnis sein. Mhm. Allerdings natürlich auf sehr lange Zeit ist es nicht immer zu erzielen. Das ist, auch, hängt auch dann von vielen Faktoren ab, zum Beispiel Übergewicht, chronische Lungenerkrankungen. Solche Faktoren natürlich beeinflussen auch das Ergebnis. Aber wenn man auch dann gute weiterhin Körper fit hält und dann auch dann Beckenbodengymnastik auch dann weiter fortführt, ist auch dann zusätzlich verbessert auch das Ergebnis auch langfristig. Also Patient und auch die Ärzteseite leisten alle ihren Beitrag, damit man das beste Ergebnis erzielt. Herr Dr. Alpüstün, Frau Dr. Thein, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Die geht für heute jetzt aber auch schon wieder zu Ende. Wenn Sie aber noch Fragen haben sollten zur Inkontinenz bei Frauen, dann bekommen Sie alle Informationen bei den jetzt dunkelgrün markierten Asklepios-Kliniken oder auch ganz bequem unter der Infotelefonnummer, die jetzt ebenfalls angezeigt werden sollte. Nächste Woche bewegen wir uns noch einmal im Themenmonat Frauenheilkunde. Dann informieren wir Sie gleich über zwei unterschiedliche Themen, nämlich erstens über Immunsuppression und Fertilität und zweitens über vorgeburtliche Diagnostik. Bis dahin hoffentlich sind Sie wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.